Liebe Zuschauer, mein nächster Gast ist Johannes Ebers, Dr. Johannes Ebers. Vielen lieben Dank, dass Sie hier bei mir im Interview sind. Ihr Thema war hier Skalarwellen, biologische Wirkung im Experiment und am Menschen. Wie sind Sie auf das Thema gekommen und worum dreht es sich Ihr Vortrag? Also das ist eine lange Geschichte. Ich fange vielleicht einfach mal mit einem englischen Biologen an, Rupert Sheldrake. Der hat zunächst ganz normal biologisch-wissenschaftlich gearbeitet und ist dann für einige Jahre nach Indien in einen Ashram gegangen. Und 1981 ist er wieder zurückgekommen nach England und da hat er eine sehr interessante Theorie vorgestellt, nämlich, dass es so etwas gibt wie ein universales Informationsfeld, das quasi das ganze Universum füllt und in dem die gesamte Information des Universums gespeichert ist. Ein Analogon wäre zum Beispiel eine Cloud. Das kennt heutzutage jeder, der einen Computer hat und Internet hat. So kann man sich das vorstellen. Und dieser Biologe, Rupert Sheldrake, hat also sehr viele interessante Beobachtungen zusammengetragen, wie Tiere sich verhalten oder wie sich zum Beispiel auch anorganische Materie verhält. Und diese Beobachtungen unterstützen eigentlich die Richtigkeit seiner These, dass es tatsächlich so etwas gibt wie ein Informationsfeld, zu dem alle Lebewesen und auch anorganische Materie einen Zugang hat. Und wie wählen wir jetzt aus diesem Informationsfeld das aus, was für uns wichtig ist und das uns interessiert? Und das funktioniert über das Prinzip der Resonanz. Es hat also was mit Schwingungen zu tun. Und wenn zwei Schwingungen vollkommen gleich sind, dann verstärken die sich gegenseitig. Und das ist sozusagen das Signal für die Informationsübertragung. Und nun hat ein anderer Physiker, der hieß Nikola Tesla, vor mehr als 100 Jahren ein Gerät entwickelt, mit dem man sogenannte Skalarwellen erzeugen kann. Und meine These ist eben, dass diese Skalarwellen letztlich die physikalische Basis des Sheldrake'schen Informationsfeldes sind. Und das bedeutet, dass die Skalarwellen also die Informationen übertragen aus dem Feld in das biologische System und umgekehrt beeinflussen auch wir dieses Informationsfeld, weil auch der Mensch und jedes biologische Wesen ein biologischer Skalarwellensender ist. Es gibt ein sehr interessantes Projekt, das heißt das Global Consciousness Project. Nach dem stehen alle Lebewesen untereinander in einem informationellen Austausch. Und man kann jetzt mit sogenannten Zufallsgeneratoren, die kann man einschalten. Und dann müsste eigentlich, wenn das rein zufällig wäre, dieses Feld, dann müssten immer, sagen wir mal, 50%, also das macht man mit Computern, die Computer sind ja binär und da müsste also immer entweder eine 1 oder eine 0 erzeugt werden durch diese Zufallsgeneratoren. Und da hat man festgestellt, dass zum Beispiel vor einschneidenden Ereignissen, zum Beispiel schon vor der Explosion der Towers, der World Trade Center, 9/11, dass da sich auf einmal schon die Zufallsverteilung rapide verschlechtert und verändert hat. Das heißt, es wurden dann auf einmal viel mehr Einsen gemessen als Nullen. Und daran kann man auch sehen, dass es eben halt ein globales Informationsfeld gibt, mit dem alle Lebewesen und insbesondere auch alle Menschen unbewusst miteinander in Beziehung stehen. Da fällt mir auch ein Beispiel ein bei den Tsunami damals. Da haben die Tiere das ja auch schon viel früher wahrgenommen und haben sich ganz schnell aufs höhere Land quasi verzogen. Tiere sind da wahrscheinlich wesentlich sensibler als der Mensch. Wir Menschen sind durch unseren Intellekt und unser bewusstes Denken möglicherweise da blockiert. Und Tiere, die haben eben halt ein sehr gutes instinktives Empfinden. Und das ist vermutlich physikalisch dasselbe Phänomen, ja. Das geht auch in die Richtung, dass man kollektiv Meditationen betreibt und dann eben auf der Sonne andere, also man hat doch auf der Sonne eine andere, war das das Magnetfeld, was sich dann verändert hat von der Sonne? Versuche gemacht. Und zwar hat sich eine Gruppe von Menschen zusammengefunden, überall auf der Welt, die zu einer ganz bestimmten Zeit meditiert haben. Und dann hat man diese Meditationszeiten korreliert, das war zu der Zeit der Intifada in Palästina, und da hat man herausgefunden, dass in der Zeit, wo viele Menschen gleichzeitig für den Frieden meditiert haben, die Zahl der Anschläge und der Toten durch Unruhen deutlich statistisch signifikant zurückgegangen ist. Das war der Versuch, danke.
Sie haben in Ihrem Vortrag über die biologische Informationsübertragung gesprochen im Kontext der Skalarwelle. Würden Sie da nochmal ein bisschen konkreter und genauer darauf eingehen, was Sie genau beobachtet haben? Also ich bin ja Arzt und viele Ärzte wenden ja inzwischen Skalarwellen an, um die Information, die Regulation des Körpers zu harmonisieren und zu verbessern. Also auf Deutsch, um mithilfe von Skalarwellen Informationen zu übertragen, die einen kranken Patienten gesünder machen können. Der Vorteil dieser Behandlungsmethode besteht natürlich darin, dass man weniger chemische Medikamente einsetzen muss. Chemische Medikamente sind in vielen Fällen unverzichtbar, aber chemische Medikamente haben eben auch viele Nebenwirkungen, die durch die Notwendigkeit entstehen, dass der Körper diesen Fremdstoff, den er ja zu sich genommen hat, irgendwie wieder loswerden muss. Und das belastet den Körper, das belastet die Leber, das belastet die Ausscheidungsorgane, die Nieren und die Haut. Und solche Nebenwirkungen, die sind zum Beispiel bei der Krebsbehandlung, bei Chemotherapeutika sehr, sehr schlimm. Und der Wunsch ist natürlich der, dass man vielleicht unterstützend durch Skalarwellenbehandlung diese Nebenwirkungen verringern kann. Aber dazu muss man natürlich erst mal wissen, wie das funktioniert und ob es überhaupt funktioniert. Und ich habe also in meiner Praxis freiwillige Probanden, die unter einer Energieerzeugungsschwäche leiden. Und da habe ich einen Stoff gemessen, das sogenannte ATP, in bestimmten Körperzellen, in weißen Blutkörperchen. Und wenn also dieses ATP sehr hoch ist in den weißen Blutkörperchen, dann haben die Patienten viel Energie. Und wenn das ATP sehr niedrig ist, dann sind die sehr, sehr schwach und krank. Und nun habe ich eben bei den Patienten vor meiner Behandlung mit dem Skalarwellengerät das ATP in den weißen Blutkörperchen bestimmt und nach der Behandlung. Und wie Sie das auf meinen Diagrammen gesehen haben, kann man zeigen, dass also das ATP nach der Skalarwellenbehandlung in den weißen Blutkörperchen steigt. Es wäre also eine möglicherweise geeignete Methode, mit der man den Energiehaushalt eines Menschen verbessern kann, der durch eine Krankheit oder andere Behandlungsmaßnahmen geschwächt worden ist. Wir haben das aus logistischen Gründen nur bei wenigen Patienten gemacht. Es wäre jetzt also wichtig an der Zeit, dass man mal eine große Studie machen würde mit vielen, vielen Patienten. 60 wäre das Minimum, um eine vernünftige statistische Untersuchung zu machen, mit der man dann wirklich beweisen könnte, dass es funktioniert. Sie haben auch das Thema der extrazellulären ATP-Messung angesprochen. Das war mir gar nicht bewusst, dass ATP auch extrazellulär messbar ist und dass es gar nicht so gut oder gesund für den Körper ist, wenn man eben da viel davon messen kann. Das ist richtig. Also intrazelluläres ATP ist das gute ATP. Ein Mensch wird krank und altert schneller, wenn er wenig ATP in den Zellen hat. Wenn Sie sich aber jetzt vorstellen, dass zum Beispiel durch eine Krankheit oder eine Entzündung die Zellen sehr schnell zerfallen und die Turnover-Rate, also die Zellerneuerung, sehr schnell stattfindet, dann wird natürlich auch sehr viel ATP aus den Zellen in den Extrazellulärraum kommen. Und dieses extrazelluläre ATP ist dann ein Zeichen dafür, dass der Patient krank ist, dass er Entzündungsprozesse in seinem Körper trägt und dass er da eben halt Zelluntergang hat und bedroht ist. Und Sie messen das anhand des ATPs, das Sie über die Mundschleimhaut erfassen, oder? Eine gute Quelle für extrazelluläres ATP ist eben der Speichel. Warum? Weil auch Bakterien erzeugen ja ATP. Wenn ich viele Bakterien in der Mundhöhle habe, ist auch ein Zeichen für Entzündung. Das ist nicht gut. Das lässt das ATP steigen. Und wenn ich zum Beispiel Raucher bin, das ist gesundheitsschädlich, nicht? Das weiß ja jeder, dann entzünden sich die Zellen der Mundschleimhaut. Die Zellen altern schneller in der Mundschleimhaut, die müssen schneller erneuert werden. Dadurch gehen viele Zellen unter und auch die setzen dann ATP extrazellulär frei. Und insoweit ist eben extrazelluläres ATP im Speichel ein Marker für einen schlechten Gesundheitszustand. Ich habe den Gesundheitszustand meiner Probanden noch mit einer anderen Methode gemessen, mit der sogenannten Herzratenvariabilität. Das ist ein Verfahren, es wird in der Sportmedizin sehr viel eingesetzt, um die Leistungsfähigkeit eines Organismus zu beurteilen. Und da kann man eindeutig korrelieren, dass die Menschen, die
in der HRV, in der Herzratenvariabilitätsmessung, sehr, sehr gut abschneiden, die also sehr fit und regulationsfähig sind, dass die sehr niedrige ATP-Werte im Speichel haben. Und die Menschen, die in ihrer Gesundheit schon geschädigt sind, die also bei der HRV-Messung schlechte Werte haben, dass die sehr hohe ATP-Werte im Speichel haben. Okay, also wenn ich das jetzt zusammenfasse, kann man sich den Einsatz von Skalarwellen oder von der Skalartechnik in der Medizin so vorstellen, dass ich quasi wie in der Homöopathie mit Informationen arbeite, die ich dann aber mit bestimmten Geräten direkt auf den Körper übertragen kann, ohne dass ich mit bestimmten Stoffen biochemisch arbeite und dadurch, also ich erzeuge schon Stoffwechselprozesse auf diese Art und Weise, aber eben ohne dass ich mit gewissen Stoffen, biochemischen Stoffen arbeite. Genauso muss man sich das vorstellen. Also wenn ich chemisch arbeite und gebe eine chemische Arznei in den Körper, dann erzwingt die chemische Arznei durch die chemische Reaktion, die ja immer nach bestimmten Gesetzen und Regeln abläuft, einen ganz bestimmten Zustand. Also zum Beispiel durch Ibuprofen oder Aspirin wird in die Prostaglandinsynthese eingegriffen. Und das Prostaglandin, das hat eben was mit der Reizung der Nerven zu tun und dann habe ich weniger Schmerzen. So, und sobald natürlich der Körper diese Stoffe verstoffwechselt und wieder ausgeschieden hat, ist der alte Zustand wieder erreicht. Und die Skalarwellenmedizin gibt jetzt eigentlich ganz ähnlich wie in der Homöopathie einen Informationsimpuls in den Körper und dann fängt der Körper an, selber zu arbeiten und sich selber gesund zu machen und dadurch eben das Gesundheitsniveau auf ein höheres, besseres Niveau einzuregeln. Und ich habe eben nichts erzwungen, sondern ich habe nicht gegen den Körper gearbeitet, sondern mit dem Körper. Und ich habe dem Patienten es erspart, eine körperfremde Substanz, nämlich ein Medikament, zu verstoffwechseln und wieder auszuscheiden, was ihn eben halt weiter belastet. Das heißt, in dem Fall müsste es logisch betrachtet so sein, dass der Körper nicht zu viel an Informationen aufnehmen kann, dass er genügend aufnimmt, aber eben nicht zu viel, dass er nicht überlastet wird. Und gibt es dann auch, wie in der Homöopathie, Erstverschlimmerungen? Natürlich, das haben Sie ja an meiner letzten Folie gesehen, wo ich ja nur einmal eine Behandlung gemacht habe, um die Entzündung zu verbessern. Dann ging zunächst der Entzündungswert gemessen am ATP im Speichel zurück, aber nach 6 Stunden war der Wert auf einmal wieder etwas höher und erst nach 24 Stunden hatte er sein Optimum erreicht. Und das entspricht eigentlich genau der sogenannten Erstverschlechterung in der Homöopathie. Die Homöopathie, das ist etwas, was viele Schulmediziner nicht verstehen. Die Schulmediziner sagen immer, wie soll Homöopathie wirken? Das ist ein Tropfen Pipi im Bodensee. Das stimmt, das ist ein Tropfen Pipi im Bodensee. Ist vielleicht noch viel weniger. Ja, man versucht sich das eben anhand von einem mechanischen Weltbild zu erklären. Aber es wirkt eben nicht chemisch, sondern die Homöopathie ist eine in dem Wasser, in den Kügelchen gespeicherte Information, die muss in Resonanz mit einer Krankheitsschwingung im Körper treten, damit eine Amplitudenverstärkung, das heißt ein Impuls erzeugt werden kann, der ein Aufbruchssignal ist für den Körper, eine Selbstheilung wiederherzustellen. Sondern da sind 2 Bedingungen ganz wichtig. Wenn die nicht erfüllt sind, können Sie weder mit der Skalarwellenmedizin noch mit der Homöopathie irgendwas erreichen. Erstens, Sie müssen eine Heilfrequenz geben, die in Resonanz steht mit der Krankheitsfrequenz. Das heißt, das, was Samuel Hahnemann gesagt hat, similia similibus curantur, Gleiches soll durch Gleiches geheilt werden. Das zielt auf das Resonanzprinzip ab. Hahnemann konnte das noch nicht wissen, weil es keine Schwingungsphysik im 18. Jahrhundert gegeben hat. Ne? Hahnemann hat gelebt von 1755 bis 1843. Der konnte das nicht wissen. Aber er hat intuitiv erfasst, dass es so funktioniert. Oder er ist vielleicht gechannelt gewesen, ich weiß das nicht. Ja? Aber er hat es intuitiv eben sehr, sehr richtig gemacht. Die Homöopathie gibt einen Impuls und wenn die Resonanz nicht da ist, das heißt, dass sie Minimum nicht erreicht ist, passiert nichts. Aber eben auch nichts Kontraproduktives, keine Nebenwirkung. Ne, wenn Sie ein nicht wirkendes schulmedizinisches Medikament kriegen, können Sie trotzdem immer noch eine Nebenwirkung haben. Und das Zweite ist, der Körper muss eine gewisse Regulationsfähigkeit haben, um diesen Impuls im Sinne einer verbesserten Gesundheit umzusetzen. Er muss selber etwas arbeiten, damit er auf die verbesserte Regulation kommt. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Menschen haben, der ganz stark in seiner Regulation blockiert ist, zum Beispiel durch sehr, sehr starke Medikamente wie Cortison oder Antibiotika, dann kommen Sie mit der Skalarwelle oder mit der Homöopathie möglicherweise eben nicht mehr durch. Das heißt, dieser Impuls kann nicht mehr umgesetzt werden.
Und dann sagen die Schulmediziner, das haben wir ja immer gewusst, Homöopathie kann nicht funktionieren. Kann man auf die Regulation des Körpers mit der Skalarwelle auch einwirken? Ja, natürlich. Das Erste und Wichtigste, was Sie eben immer machen müssen, um eine Heilung zu erzielen, ist Energie erzeugen im Körper. Das heißt, bei vielen therapeutischen Maßnahmen schicke ich immer erstmal eine Behandlung voraus, die, das ATP in den Zellen erhöht, damit der Körper überhaupt erst regulationsfähig wird. Sie können sich selber auch regulationsfähig machen, indem Sie zum Beispiel meditieren oder in den Wald gehen oder in die frische Luft gehen oder einfach nur mal 10 Stunden schlafen. Ein guter Tipp für mich. Wenn die Zuschauer Interesse an Ihrer Arbeit haben, Sie kontaktieren möchten, wie machen Sie das? Wo machen Sie das am besten? Dann sollen Sie mir eine E-Mail schreiben und meine E-Mail-Adresse ist johannes.ebbers@web.de. Perfekt. Vielen lieben Dank. Danke für das spannende Interview. Liebe Zuschauer, bis zum nächsten Mal beim Konnektiv-Talk.